Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Manchmal ist es ja ganz hilfreich, zunächst einmal die Verantwortlichkeiten klarzustellen. Der Bund gibt nach dem Regionalisierungsgesetz finanzielle Mittel an die Länder, die diese dann inhaltlich umsetzen. Und es ist von dem Kollegen Don schon darauf hingewiesen worden, dass der Bund hier zu seinen Zusagen gestanden hat und über 700 Millionen Euro, die auch fest im Haushalt stehen, zur Verfügung stehen für die Länder, im Haushaltsgesetz festgelegt, nur schlichtweg nicht zur Anwendung kommen, für den Bereich Schienenpersonennahverkehr nicht genutzt werden können, weil die Länder nicht zu einer Einigung über deren Verteilung kommen. Wir reden über 700 Millionen Mittel mehr. Und von daher ist es auch, was hier gemacht wird, wenn die Länder sagen, wir kommen mit dem Geld nicht aus, nichts anderes als ein Vertrag zulasten Dritter, wo man seine eigenen Zielvorstellungen formuliert hat und gesagt hat, andere sollen es bezahlen. Das macht der Bund jetzt nicht. Und die Länder werden sich nicht einig darüber, wie diese 700 Millionen mehr aufgeteilt werden sollen. Und jetzt meldet sich ein Teil der Länder im Kanzleramt und sagt, wir sind nicht verstanden. Wir können einen Kompromiss nicht mitmachen, denn der Bund, es war ganz praktisch, den Bund zu beauftragen, die Rechtsverordnung zu machen. Aber der Bund kann eine solche Rechtsverordnung, das hat man ja sicherheitshalber reingeschrieben, nur machen mit Zustimmung des Bundesrates. Und diese Zustimmung, die erreichen wir nicht. Deswegen ist es wohlfeil, dem Bund und hier dem Bundesverkehrsminister die Schuld zuzuschieben. Denn der ist bemüht, fast hätte ich gesagt, Tag und Nacht eine solche Vereinbarung der Länder hinzukriegen. Auch der Bund schafft es nicht. Das Problem sind die Länder hier, die sich nicht einigen können. Und wo liegt eigentlich das inhaltliche Problem? Wenn ich mir hier anhöre, die Debatten Streckenstilllegung, ja, so sieht es aus. Also dafür mag es unterschiedliche Gründe geben. Ich sage einmal, wenn man den Gründen mal nachgeht und einmal sich fragt, warum könnte dann überhaupt das Geld knapp sein, dann kann man ja mal schauen in ein völlig unverdächtiges Werk, nämlich das Gutachten, das die Länder in Auftrag gegeben haben, wie Herr Groschek so schön sagte, zur Begründung ihrer 8,5 Milliarden Euro. Da kann man nachlesen, auf der Seite 39, dass Hessen und Baden-Württemberg mittlerweile die einzigen Länder sind, die ihre Regionalisierungsmittel ausschließlich für den Betrieb des Schienenpersonenverkehrs ausschütten. Kein anderes Land, auch Nordrhein-Westfalen nicht, Herr Groschek. Die Mittel, die für den Schienenpersonennahverkehr, den Betrieb vorgesehen sind, werden von fast allen Ländern dafür nicht genutzt. Dieses ist ein Mangel. Und dass wir das nicht einmal kontrollieren können, finden wir schlimm. Aber dass wir uns auch noch vorwerfen lassen müssen, dass die Länder die Mittel zweckentfremdet verwenden. Und wofür verwenden die Länder die Mittel? Sie machen das, das ist in dem Gutachten ja auch nachzulesen, sogar mit den Ländern, die sind ja alle namentlich benannt. Es werden dort Bahnhöfe verschönert, es werden dort Busse bestellt, weil der Schienenverkehr sich nicht mehr rechnet. Es wird damit die Infrastruktur ausgebaut, obwohl die Länder dafür vom Bund noch einmal wieder Geld bekommen. Über das GVFG und über die Entpflichtungsmittel wird diese Infrastruktur noch einmal bezahlt. Sie wird nur nicht zweckentsprechend eingesetzt. Und deswegen machen die Länder sich das Leben selber schwer. Und dann hinterher zu kommen und zu sagen, weil wir unsere Mittel nicht zweckentsprechend verwendet haben, musst du, Bund, zahlen und noch mehr auf den Topf geben. Das ist eine unlautere Politik. Das hat mit der Wahrheit hier überhaupt nichts mehr zu tun. Und so ist es ja auch inhaltlich. Es gibt ja einige Länder, ich kann das politisch ja auch verstehen, die wollen ihren Schienenpersonennahverkehr noch weiter attraktiver machen. Der schleswig-holsteinische Verkehrsminister bedauert öffentlich, dass es noch keine Einigung gibt über die Höhe, weil auch der Kompromiss der Ministerpräsidenten, ob man ihn gut oder schlecht findet, dazu führt, dass das Land Schleswig-Holstein zusätzliche
Schienen wiederbeleben könnte und neu in den öffentlichen Personennahverkehr integrieren könnte. Das heißt, die Mittel, die sind schon so gestrickt, dass man damit auch zukunftsinvestieren für die Zukunft öffentlichen Personennahverkehr auf der Schiene stricken kann. Also lassen Sie uns hier keine Nebelkerzen werfen. Der Bund hat seine Pflicht übererfüllt und jetzt sollten auch die Länder nicht Kesselflickerei betreiben, sondern die Züge auf den Schienen fahren lassen und nicht schlecht reden. Das ist ein gutes Werk. Dankeschön.